Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play und ja, wir spielen SimCity 5, Städte der Zukunft. Städte der Zukunft ist nur eines der Erweiterungspacks, beziehungsweise eigentlich das einzige Erweiterungspack, aber es gibt halt noch ganz, ganz viele andere Sachen. Ein britisches, ein deutsches, ein französisches Stadtset und wir haben alle diese Sets hier installiert. Und ich werde auch in Zukunft, wenn da Add-ons rauskommen oder DLCs, dann werde ich die auch hinzunehmen. Das heißt, wir spielen hier mit dem kompletten Umfang. Und ich habe lange überlegt, ob ich jetzt Multiplayer, also den Online-Modus oder den Einzelspieler-Offline-Modus nehme. Ich hoffe nochmal, dass irgendwann, es wurde schon bei ganz vielen Quellen angekündigt, dass es mal so einen Mod geben soll, der die Stadtgrenzen oder die Begrenzung der Stadtgröße aufhebt. Aber das ist bisher alles Quark gewesen. Deswegen spielen wir im Einzelspielermodus. Da ist es dann eher möglich, vielleicht doch nochmal auf so einen Mod zurückzugreifen, dass man halt keine Stadtgrenzen hat, damit man wirklich mal eine Stadt unendlich groß bauen kann. Das wäre natürlich schon extrem geil. Aber ob das möglich ist, werden wir dann sehen. Ich habe auch schon ein kleines bisschen im Online-Modus gespielt. Ich glaube, ich weiß es nicht genau, irgendwie so 5, 6, 7 Stunden ungefähr, um mich da mal so ein bisschen reinzufinden, damit ich hier nicht komplett neu dann reinkomme. Und ich würde natürlich ganz gerne ein Gebiet nehmen, wo wir möglichst viele Städte reinbekommen, die auch alle miteinander verknüpft sind. Da muss ich mal gucken. Ich glaube, eins hatte ich mal gefunden. Das hatte, glaube ich, sieben Städte. Ich glaube, Seeförden. Da müssen wir nämlich mal reingucken. Wenn die nämlich alle miteinander verknüpft sind, dann sieht das sehr, sehr gut aus. Denn ich würde ganz gerne 7 verschiedene Städte machen. Die eine Stadt, wo quasi wohlhabende Leute sind. Dann haben wir einmal was, wo viele Vergnügungspark und ein Stadion und alles. Dann haben wir eher so ein Industrieviertel, wo wir meinetwegen auch Atomkraftwerke oder Öl fördern können, denn damit kann man wirklich viel Geld machen. Es verschmutzt die Umwelt, aber man kann damit viel Geld machen. Dann können wir noch eins machen mit den neuesten Techniken, also mit so Megatürmen, wie hier im Hintergrund auch zu sehen ist. Und ein ganz bürgerliches, ländliches, also alles Mögliche. Da steht uns wirklich, ja, haben wir keine Grenzen. Und dann würde ich einfach mal sagen, schauen wir mal ganz kurz in diese Region rein. Ich weiß gar nicht, wie man es nennen kann. Lehrerland. Lehrerland hört sich super an, ne? Lehrerland. So, und dann auch nicht im Baukastenmodus, sondern ganz normal, ganz klassisch. So, jetzt sehen wir es gerade mal. Ja, Schienen und Straßen, also die ziehen sich hier wirklich überall durch. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Das heißt, hier können wir bleiben. Und ich glaube, ich würde ganz klassisch erstmal anfangen. Nehmen wir mal dieses Gebiet hier, am besten etwas, wo wenig von diesen Zeugs ist. Sondern wo wir erstmal, ja, das hier ist ganz nett. Da ist auch so ein Berg. Hier zum Beispiel könnte man dann später Öl abbauen. Da haben wir nämlich, nee, Wasser ist es, Entschuldigung. Erz, Kohle. Ach, das ist Öl. Hier gibt es gar nichts. Da könnte man so ein richtig geiles Resort draus bauen. Also so Urlaubsparadies-mäßig. Was haben wir hier noch? Hier haben wir auch. Also hier links so könnte das Schöne, die schönen Gebiete sein. Und hier rechts dann eher so Industrie und so weiter. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal hier an. Oder nehmen wir ruhig das mit dem Hügel. Dietzenberg nennt es sich noch, aber da werden wir noch geeignete Namen für finden. Und ja, wir müssen natürlich auch gucken. Ich muss als erstes mal einstellen, weil ich kenne das halt beim Online-Modus so, dass es immer speichert. Und deswegen müssen wir da mal automatisches Speichern einstellen. Das gibt es ja als Möglichkeit. Und dann werden wir mal schauen, ja, dass wir hier einfach mal so ein bisschen, ja, Sandbox-mäßig uns das aufbauen. Natürlich halt mit dem normalen, also jetzt kein Baukastenmodus, halt einfach nur so, dass wir uns wirklich schöne Gebiete ein bisschen vergrößern und so weiter und so fort.
So, ja, das ist jetzt erstmal nochmal, weil ich musste das nämlich, als ich's getestet habe, musste ich es nochmal deinstallieren, nochmal neu installieren. Casino römischer Stil. So, Digital Deluxe. Britisches. Deutsches Stadtset. Französisches Stadtset. So, Luftschiffe. Nissan Leaf, Ladestationen. Attraktionen-Set, das ist alles, was wir hier drin haben. Vergnügungspark-Set, Mediamarkt-Shop. So, was haben wir hier? Eröffnungsgedenkpaket, aha, ist ja auch schön. Kultstätten-Set, Katastrophen-Hilfe-Set. Aha, so, willkommen, steht in der Zukunft, bla bla bla, ist ja auch sehr schön. So, dann fangen wir erstmal so ein bisschen an. Ich muss mich jetzt mal eben informieren. So, hier sehen wir dann die Spezialisierungen, Megatürme und so weiter und so fort. Ist ja alles ganz schön, aber ich möchte jetzt auch kein Tutorial machen. Das habe ich auch extra weggeklickt. Aber wir müssen hier eben mal ganz kurz so ein paar Sachen uns anschauen. So, Akademie. Ja, das ist ja alles ganz interessant. So, dann haben wir es geschafft. Also, wir müssen, das ist jetzt erstmal nicht mit Zukunft, das ist jetzt erstmal ein ganz normales. Und jetzt muss ich gerade mal schauen. Aha, hier haben wir Schienen. Ach komm, lasst mich doch hier mal jetzt mit diesen ersten Schritten und so in Ruhe. So, hier haben wir Schienen, die hier langlaufen. Also, wir können uns hier mit der Autobahn einmal voll verknüpfen und auch einmal mit der Bahn. Hier in der Mitte haben wir so einen Turm. Das sieht ja auch schon mal gar nicht schlecht aus. Und natürlich, was muss man als erstes machen bei SimCity? Wir müssen uns erstmal darum kümmern, dass wir so die Grundbedürfnisse hinbekommen. Also, natürlich müssen wir auch erstmal die Stadt verbinden. Wie gesagt, hier läuft die Autobahn schon durch. Auf der Seite kann man auch ein bisschen Industrie meinetwegen machen. Wir werden hier so ein bisschen ausprobieren. Und ich würde sagen, wir fangen hier links einfach mal an. Hier könnte man ein schönes Wohngebiet machen, so ein bisschen so im Wald. Das sieht ja gar nicht schlecht aus. Ich würde ganz gerne als erstes mal mittlere Dichte reicht, denke ich mal. Und dann machen wir hier erstmal eine Straße, am besten eine Runde. Die sehen immer ziemlich cool aus. Nein, eigentlich andersrum. Ah, der will noch nicht das machen, was ich möchte. Ach, Kollege, mach doch mal den richtigen Knick. Danke sehr. So, dann können wir hier erstmal so eine Straße machen. Ich muss auch aufpassen mit der Kohle, dass das jetzt nicht zu teuer wird. Ich würde es ganz gerne. Machen wir es erstmal so. So, und dann können wir hier nämlich dann mit kleineren Straßen, mittlere Dichte, also es muss jetzt nicht die allerkleinste Straße sein, aber hier können wir dann halt so ein paar Kreuzungen rausziehen, die hier dann so lang gehen. So. Sieht dann so ein bisschen schwungvoll, so ein bisschen schön aus. Die machen wir nochmal so nach dort hinten. Und die kann dann hier wieder ran. Und dann haben wir hier noch eine, die wir hier lang ziehen können. Ah, der warten wir noch, bis die gerade wird dann. So, das sieht doch schon mal ganz nett aus. So, hier wollen wir dann natürlich dann ein paar Wohngebiete reinnehmen. Das machen wir mal an diesen hier. Ja, der Wald muss da so leicht weichen, denn das lässt sich nicht vermeiden. So, die kommen dann hier mal ran. Damit wir überhaupt erstmal den Einwohner haben. So, und wie wir sehen, kommen die Leute auch schon mal freiwillig zu uns. Das ist ja schon mal schön. Guck mal, sieht so ein bisschen aus wie so ein Eurozeichen, ne?
wenn man diese Strich, den Strich hier weglässt und diesen hier, haben wir da ungefähr so das E von dem Eurozeichen. So, was brauchen wir als nächstes? Das ist klar, wir brauchen noch Gewerbegebiete, denn die Leute müssen natürlich irgendwo arbeiten. Und man braucht auch immer so ein bisschen Industrie, denn die Leute, die Sachen, die verkauft werden bei den Gewerbegebieten, die muss man halt erstmal herstellen. So, Industrie ist allerdings immer ein kleines Problem, denn man hat Verschmutzung und sowas. Und das macht halt drückt die Preise von den Grundstücken. Das ist dann halt immer schlecht. So, wir werden jetzt als erstes mal hier vorne 8 km/h. Ja, der Wind bläst hier nicht so richtig stark, aber immerhin haben wir überhaupt welchen. Wir werden hier als erstes mal so ein kleines Kraftwerk hinbauen. Das werden wir wahrscheinlich später sowieso wegreißen, denn in diesen ländlichen Regionen wollen wir unseren Strom, wenn möglich, aus den Nachbarländern beziehen, aus den Industriegebieten. Gleiches gilt auch für wie zum Beispiel für die Rohre und die ja, die Scheiße, so auf Deutsch gesagt, hier das Abwasser. So, Wasser müssen wir mal gucken. Da kann man hier sicherlich denn, also das sieht hier eigentlich alles sehr, sehr gut aus. Da haben wir doch ordentlich Wasser, zumindest hier noch. Da können wir hier vorne dann auch gleich mal noch so einen Wasserturm hinstellen. Ich guck gerade mal. Ja, das passt überall hin. So, den stellen wir dann hier nochmal hin. Dann haben wir zumindest schon mal so diese beiden wichtigen Sachen geregelt. Also die Leute bekommen Wasser. Hier sehen wir es, da fließt es die Rohre lang. Und auch Strom gab es schon. So, Gemeindehaus. Ja, Gemeindehäuser sind auch immer gewünscht, dass das so positiv ist. Ich meine, hier der Thebats von Elz, der baut sich da so ein riesen Anwesen hin. Der ist, gut, der ist jetzt kein Bürgermeister, sondern nur so ein alter Pfarrer. Aber da ist das Geschrei groß. Wenn wir uns jetzt hier einen Palast hinbauen würden, oh, das würden sie alle richtig geil finden. Naja. So, ich würde sagen, wir machen hier auf der anderen Seite mal so ein kleines Gewerbegebiet. Das heißt, wir können hier eigentlich da mal so ein paar Wege ziehen. Auch mit hoher Dichte wieder. Die dann hier so... Geht auch, wenn das gerade ist, ist das auch völlig in Ordnung. So. Dann verbinden wir das nochmal schön. Das geht nicht ganz. Ach, zu wenig Simoleons. Na gut, jetzt müssen wir schon erstmal ein bisschen warten. Wir wollen es jetzt auch nicht komplett symmetrisch machen. Also, es soll einfach ein bisschen nett aussehen. So, die Gewerbegebiete, denn die Leute, ja, die müssen arbeiten irgendwo. Das machen sie bei den Gewerbegebieten. In der Industrie sicherlich auch. Aber Gewerbegebiete kann man doch eher noch zu den Leuten hinbauen als Industrie. Das ist nämlich nicht so gerne gesehen. So. Ja, ich glaube, das zweite Tempo, das ist auch völlig in Ordnung. Also Nachfragegewerbe ist auch groß gewesen. Da sind jetzt auch schon die ersten, die bauen. Ich schaue gerade mal steuermäßig, wie sieht es denn aus? Ja, 700... 900 die Stunde kriegen wir. Ja, um die Steuern zu machen, brauchen wir sowieso erstmal ein Gewerbehaus, ein Gemeindehaus. Tja, das würde ich ja eigentlich so recht zentral hinbauen, ne? Wie wäre es denn hier vorne direkt am Anfang? So, und wir dürfen auch einen Stadtnamen uns aussuchen. Tja, das ist die Frage. Wie sollen wir denn die Stadt nennen? Das ist... wir lassen den Namen erstmal so. Da fällt uns bestimmt noch was Tolles ein. So, und sobald wir dann 5000 Einwohner haben, dürfen wir uns auch ein Rathaus dazu nehmen. Hier mit dem Gemeindehaus sind wir jetzt schon mal in der Lage, Steuern zu erhöhen. Ich denke, 10% ist immer noch sehr fair. Und sobald die Gewerbegebiete dann da sind, können wir auch da natürlich die Steuern so ein bisschen erhöhen. So, ich würde auch sagen, dass wir uns vielleicht so einen kleinen Kredit nochmal nehmen. Die kann man eigentlich gut wieder zurückzahlen. So, das hat jetzt aber gerade nicht funktioniert.
So, dann können wir nämlich ein bisschen normal weiterbauen. Dann müssen wir da nicht unbedingt Pause machen. Ja, dann gibt es natürlich auch noch eine Nachfrage, was hier Industrie angeht. Tja, wir sehen, der Wind geht hier hin. Das heißt, wenn wir hier ein bisschen Industrie machen, dann würde ich das auch hier vorne machen. Deswegen würde ich einfach mal sagen, schnappen wir uns mal die Straße. Nehmen wir mal eine mit hoher Dichte, die kann dann hier meinetwegen mal so bis hierhin. Und vielleicht dann nochmal hier hoch. Okay. Nein, nein, nein. So, machen wir dann doch wie vorgeschlagen. So, das Problem ist halt, dass die wirklich arschteuer ist. Die Kohle ist schon fast wieder weg. Deswegen bauen wir hier jetzt erstmal so Straßen mit hoher Dichte, so kleine. So, und dann haben wir hier vorne nämlich erstmal ein paar Gewerbegebiete, die wir hier verteilen können. Das gibt dann wieder früher oder später Einnahmen. So, und dann, der Wind geht nämlich aus dem Stadtgebiet raus und hier hinter ist auch nichts mehr. Da ist auch keine andere Stadt mehr von uns, wo das reinwehen kann. Ich weiß gar nicht, ob das in andere Nachbarstädte reinwehen kann. Aber auf jeden Fall sieht das vom Wind her so gut aus hier, dass wir da gewissenhaft bauen können. So, ja, jetzt brauchen wir natürlich auch, sobald wir dann erstmal ein bisschen Geld wieder verdient haben, brauchen wir natürlich dann auch so Sachen wie, ja, hier steht schon eine Polizei zum Beispiel. Ja, das machen wir später. Also, was braucht man? Na klar, man braucht Bildung, man braucht Gesundheit, man braucht eine Feuerwehr und natürlich auch eine Polizei und Abwasser natürlich auch, richtig. So, das Abwasser müssen wir mal überlegen, wie wir das machen. Das würde ich auch fast hier vorne irgendwo hin klatschen. Also noch ist es nicht so schlimm. Später können wir da auch im Industriegebiet fragen, ob das in Ordnung ist, dass die uns da helfen. Aber als erstes würde ich einfach so ein Endrohr irgendwo bauen, wo der ganze Krempel dann weggeht. Und wenn nicht im Industriegebiet, dann weiß ich auch nicht wohin. So, dann schauen wir mal. Also, Nachfrage von Wohngebieten ist immer noch deutlich höher. So, hier hat auch schon was geschlossen. Zu wenig Mitarbeiter, ja. Da müssen wir zusehen, dass wir hier dann noch ein paar mehr Wohngebiete hinbauen. Aber auch da brauchen wir wieder ein bisschen Geld. So, ich würde sagen, wir behelfen uns da nochmal anhand der Kredite. Die sind noch relativ steuergünstig. Zinsgünstig. So, dann werden wir hier diese Straße mal fortführen. So, direkt am Berg entlang, wunderschön. So, und dann können wir hier nämlich jetzt wieder so ein paar kleine Zwischenstraßen hinbauen. So, ich weiß nicht, mittlere, hohe Dichte, was hatten wir hier? Man kann die auch sowieso noch upgraden, also die kann man schon noch größer machen. Ja, das. Okay, das geht so nicht. Die hier können wir jetzt quasi hier vorne irgendwie ranmachen. Und dann können wir hier nämlich das noch ganz easy verbinden, auch wenn ich ganz gerne das anders hätte. Ansonsten können wir hier auch einfach gerade machen. So, dann haben wir hier erstmal so ein recht schönes Gebiet. Hier vorne können wir dann nochmal Industrie machen. Da würde ich es dann aber ganz gerne wieder ein bisschen rund machen. So, die können wir hier sicherlich auch verbinden. Das ist überhaupt kein Problem. So, jetzt fehlt uns allerdings ein bisschen das Geld. Deswegen werden wir hier jetzt erstmal wieder so ein paar Wohngebiete hinbauen.
Ja, und wir werden hier auch nicht kleckern, sondern ordentlich klotzen. Wir wollen hier jetzt nicht zu lange brauchen dafür, sondern wir wollen hier wirklich straight bauen, so wie jetzt quasi auch. Wir haben ja jetzt in dieser ersten Folge schon einiges geschafft. Und so werden wir dann auch das weitermachen. So, da können wir nicht, da ist der Berg. So, dann schaue ich gerade mal. So ein Park ist natürlich auch immer noch eine schöne Sache. Da können wir mal gucken, 7000 haben wir noch. So ein bisschen Grünkrams, das macht die Grundstücke teuer. Und das muss ja auch nichts Großes sein. Das reicht ja hier, wenn es so eine Plaza mit Brunnen ist. Da freuen sich dann die Leute, die da wohnen, hier vorne. Da kann man die Grundstücke mit aufwerten. So, möchten Sie etwas über das Finanzfeld erfahren? Ach, jetzt müssen wir uns das ganz anschauen. Das ist ja schön. So, reicht's jetzt, danke. Oh, was sind das denn schon für große? Ach ja, so eine schöne Villa. Da haben wir jetzt tatsächlich schon ganz hohe Grundstückspreise. Das ist ja mal schön. So, hier hinten haben wir natürlich auch noch Platz. Den werden wir natürlich auch noch benutzen. Da können wir es dann noch ein bisschen ländlicher machen, weil die Straßen da auch dann ein bisschen günstiger sind. Oder, ach, mittlere Dichte ist auch in Ordnung. Ah, da bin ich gerade mal am Überlegen. Also dieser Bogen hier gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. So, ich mag das, wenn das so ein bisschen schwungvoll ist. So, den werden wir denn hier noch verbinden. So. Sieht ein bisschen unschön aus, ein bisschen schief, aber ist ja auch ganz egal. So schlimm ist es jetzt nicht. So, und das muss jetzt nicht überall verbunden sein, aber hier und da wäre es schon gut. So, dann kriegen wir hier nämlich wieder ein paar Leute rein. So. Ja, und hier ist es echt schön mit den Häusern, mit den Bäumchen, hier noch auch. Also hier kann man gut wohnen, denke ich. So, und dann können wir, sobald wir die Kohle haben, ja, sieht wieder sehr gut aus, also ein bisschen Geld haben wir wieder, können wir hier nämlich noch so einen zweiten Bogen bauen. Ja, wobei das wird eng werden. Ah, doch, geht aber noch. Machen wir erstmal bis hier. Dafür reicht die Kohle wieder nicht. 1760 oder sowas brauchen wir, aber na, so viel haben wir eigentlich. Jetzt geht's. So, dann können wir hier nämlich dann auch noch weitere Grundstücke ausweisen. So. Ja, und wir werden das Let's Play, also ich mache da jetzt auch keine Ziele oder sowas, die ich mir jetzt setze, sondern wir werden das einfach mal ganz entspannt spielen. Und wenn wir dann keine Lust mehr haben, dann hören wir halt auf. So, das kostet wieder ein bisschen was. Da müssen wir erstmal wieder warten, bis wir ein bisschen Geld haben. Bis hierhin können wir die erstmal ziehen. So, was ist das hier jetzt mit der Straße? Das sieht ja auch irgendwie komisch aus. Das macht ja auch gar keinen Sinn. Da müssen wir vielleicht nochmal nachbessern. So, nehmen wir die mal lieber weg. Entschuldigung, Leute. Ich weiß, das war mit Sicherheit nicht günstig, dass ihr hier gebaut habt, aber
Wir müssen hier leider nochmal nachbessern. So geht das in Ordnung. Ja, hier vorne könnte man sogar noch hier hingehen. Und dann von hier nochmal. Aber auch da fehlt wieder das gute Geld. So, 5000, jetzt haben wir es. Und dann haben wir hier auch nochmal wieder ein paar schöne Grundstücke. Dann haben wir eigentlich erstmal für ordentlich Grundstücke gesorgt. So. Ja, das Industriegebiet, ja, ist auch schon ordentlich bebaut. So viel will ich auch gar nicht machen, halt. Das sind jetzt erstmal nur so die Grundbedürfnisse. Und von daher ist eigentlich alles in Ordnung. Ja, das nächste Geld, was wir natürlich brauchen oder was wir natürlich verdienen, da würde ich ganz gerne dann so ein kleines Bildungscenter quasi aufbauen. Das werden wir dann mal gucken, wo wir das am besten hinkriegen. Da dachte ich, dass wir vielleicht denn hier nochmal ein paar Wohngebiete und dann vielleicht hier vorne so ein bisschen uns um die Bildung kümmern. So, jetzt brauchen wir erstmal nochmal eine gerade Straße, die hier so straight zu spitzer Winkel. Okay, wenn du das sagst. So sieht's ja auch irgendwie lustig aus. So. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Finanznöte, aber wir haben eigentlich ein ganz gutes Einkommen derzeit. Wir werden so auch dann auch gleich auf 5000 Einwohner kommen. Und dann können wir uns ein Rathaus quasi bauen und da haben wir dann wieder ein paar Zusatzoptionen. So, das ist ja erstmal alles ganz schön hier. Ja, sobald wir Geld haben, ach guck, da haben wir schon einen Schwung bekommen. Würde ich ganz gerne erstmal die Straßen hier verbinden, diese große. Dann haben wir da nämlich so ein... Ja, dann haben wir unser Straßennetz schon fast fertig. So, bis hier kostet es 12.000. Dann warten wir ruhig noch mal kurz die Stunde ab. So, jetzt haben wir da die Straße zu. Und jetzt können wir nämlich so ein bisschen Bildung und sowas machen. Also für Einwohner haben wir gesorgt. Das ist erstmal kein Thema. Und ach ja, bevor ich es vergesse. Spiel speichern, das machen wir mal eben. So, Einstellungen. Gameplay. Mini-Tutorials. Ah ja, automatische Speicherfunktion. Das ist schön. Ja, willkürliche Katastrophen deaktivieren machen wir nicht. Wir wollen es natürlich ganz normal spielen. Und wenn da mal ein bisschen Action ist, dann haben wir da halt ein bisschen Action. Da kann man dann auch nichts dran machen. Gut. Also, wir sind schon mal bei 5900 Einwohnern. Das heißt, wir können hier jetzt schon mal ein Upgrade machen, haben dann schon mal ein Rathaus, ein richtiges. Können jetzt theoretisch sogar auch hier bei den anderen ein bisschen die Steuern erhöhen. Das ist, denke ich mal, noch in Ordnung. So haben wir derzeit jetzt erstmal richtig viel Kohle, die wir die Stunde reinbekommen. Aber wir brauchen jetzt Bildung. Und Bildung ist wirklich nicht günstig. Also das geht dann von Grundschule bis weiter, also bis fortbildende Schulen und Universitäten. Da müssen wir mal gucken, wie wir das dann am Ende machen. Ich sag erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Eine halbe Stunde haben wir ja schon mal gemacht.
Ja, ich werde hier auch jeden Tag eine Folge raushauen. Ich weiß jetzt noch nicht genau um wie viel Uhr. Das könnt ihr dann im Zeitplan sehen. Und ja, ich bedanke mich fürs Dabeisein. Sehr gerne einen Daumen hoch, Leute. Wenn euch das Let's Play gefällt, bitte einen Daumen hoch. Und wenn ihr da irgendwelche Hinweise habt, irgendwelche Tipps, dann gerne in die Kommentare. Man sieht sich in der nächsten Folge. Macht's gut, Leute. Bis dann.